Hallo Elli. Hi Arne. Wir machen weiter mit Salamanca. Und heute geht es, das ist die letzte Folge mit dem Salamanca, mit der Salamanca-Trilogie, sagen wir es mal so. Genau. Wir haben noch eine Partie gegen Monica Ruiz Calvetta. Wie man als... Und das war ein verhunzter Londoner. Oh, wir sprechen über die verhunzten, die dunklen Seiten des Londoners. Okay, warte, ich packe uns neben das Schachbrett und ihr schaut euch jetzt mal an, was daran verhunzt war. Interessanterweise hatte sie eigentlich immer sich mit Springer F6 und G6 aufgebaut, aber sie wollte London haben. Und hier habe ich entschieden, mal nicht Neo-London zu spielen, sondern die Zugfolge zu ändern. Einfach, weil nach der Partie gegen Salimova war mir klar, dass ich das vielleicht so nicht nochmal wiederholen sollte. Verstehe. E6, E3, Läufer D6. Und im Vergleich zu den vorherigen Partien habe ich jetzt entschieden, den Läufer doch nach G3 zu setzen. Na gut, man kennt es ja. Ja, das ist hier die alte Hauptvariante. Springer F6, Springer D2, Rochade. Springer F3 und jetzt der Zug C5. Felsenfest. Felsenfest. Im Endeffekt, wenn man hier etwas haben möchte, ja, sage ich auch ganz klar, beziehungsweise ein bisschen um was kämpfen sollte, sollte man wahrscheinlich einfach nehmen auf C5, Läufer C5 und dann mit der Idee C4 vielleicht sogar erstmal Läufer D3 machen und später C4, also auf C3 zu verzichten. Deswegen ist auch die Zugfolge nach C5 beziehungsweise ohne C3 frühzeitig zu spielen etwas cleverer, weil man noch die Option hat, wenn sich der Gegner eben ohne Springer C6 aufbauen möchte, dass man, wie gesagt, nehmen kann, den Läufer nach D3 stellt und vielleicht später die Ideen mit C4, vielleicht auch A3, B4 hat. Nur das als Info vorab. Also man muss jetzt hier nicht mehr mit C3 theoretisch spielen. Okay. Ich glaube, hier gibt es auch Partien mit Springer C6 und jetzt würde ich mich nicht wundern, okay, hier ist C3 Einzug, aber wahrscheinlich ist auch A3 legitim. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht beschäftigt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch A3 als Zug funktioniert. Die Idee ist halt B4. Verhindert ja, kam mir gerade im Mai tatsächlich. Ja, genau. Verhindert auch prophylaktisch E5, denke ich, weil jetzt B4, B5 und... der E5 kann ja eh genommen werden, Entschuldigung. Das war mein Fehler, aber ich denke, A3 ist auf jeden Fall ein Versuch hier wert. Glaube aber jetzt persönlich nicht, dass Weiß irgendwie großartigen Vorteil kriegt. Da ich aber die Stellung etwas spannender halten wollte, nach Dame C7 entschied ich mich hier, Springer E5 zu machen. Was man machen kann und was ich eher empfehlen würde nach statt Springer E5, ich wollte halt Figuren drauf behalten, weil ich auf Gewinn gespielt habe gegen eine Gegnerin, die schlechter ist als ich, würde ich empfehlen, diejenigen, die das so spielen wollen, die sollten die Variante wählen nach Schlagen, Schlagen und jetzt Springer E5 gefolgt von F4. Okay. Das ist das, was ich, wenn, empfehlen würde. Es ist zwar jetzt auch kein großartiger Vorteil, aber das ist auf jeden Fall eine Variante, wo man den schlechten strukturellen Läufer abgetauscht hat. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich frage mich nach diesem Zug, weil den Springerzug, das ist ja tatsächlich ein Motiv, das häufiger genommen wird im London-System. Wenn man jetzt Springer C6, Springer D7 spielen würde, um sich zu entwickeln und um diesen Springer abzutauschen mit einem Bauerngewinn, was ist dann die Standardantwort, den anderen Springer hinterherzuziehen oder F4? Ich spiele F4. Okay. Ich spiele so oder so F4 und warte, bis F6 kommt und dann tausche ich einen Springer ab. Das gefällt mir, das London-System. Ich mag das. Also deswegen meine ich ja, das ist völlig in Ordnung. Ich habe damit auch, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Schnellschachpartie gegen eine Ungarin gewonnen. Mhm. Deswegen Sidonia weiter. Glaube ich, war sogar die Partie, die ist auch, denke ich, in der Datenbank drin. Also das System ist auch völlig in Ordnung. Ich habe, wie gesagt, nur meine Gegnerin überraschen wollen. Ja. Und meine letzte Partie war Läufer D6 und Springer E5, sodass ich hier sofort Springer E5 gemacht habe. Gut. War sie überrascht? Hast du es gemerkt? Ja, sie hat jetzt hier angefangen zu überlegen. Aber ich wollte eben sie aus der Londoner Theorie bringen. Aber wie gesagt, objektiv sollte man auf D6 wegnehmen. Okay. Okay, und die andere Sache, die vielleicht noch interessant ist, man kann natürlich auch Läufer D3 machen, aber dann baut sich logischerweise der Gegner mit Springer BD7 auf und jetzt droht E5. Und das ist halt auch im Ausgleich so eine gute Variante für Schwarz, weil man nimmt weg, ja, und dann kann man hier E5 machen, das ist Ausgleich. Ja, aus schwarzer Sicht. Du musst nehmen auf E5. Man muss nehmen und dann sieht es relativ
langweilig aus, genau, wenn man es mal böse sagen soll. Wie gesagt, deswegen hier in der Stellung am ehesten wegnehmen und Springer E5 meines Erachtens die beste Variante, die man hat. Ne? Mhm. Okay. Aber all das, es gibt immer noch den Fritz-Trainer von Ellie. Der alte Fritz-Trainer, ja, der alte Fritz-Trainer ist, der ist immer noch wertig. Mhm. Ich sag's mal so. Wobei im alten Fritz-Trainer glaube ich sogar, dass ich Springer E5 den Vorzug gebe, muss ich an der Stelle ehrlich sagen. Aber es ändert sich ja alle paar Jahre mal. Aber im neuen Fritz-Trainer zum Beispiel lasse ich ja den Läufer auf F4. Mhm. Und wenn dann der Gegner mit Dame C7 spielt, dann nehme ich auch auf D6 weg und habe ein ganzes Tempo mehr. Hier hätte ich sozusagen im Endeffekt die gleiche Idee mit Läufer D6, habe aber mit dem Zug Läufer F4, Läufer G3 ein Tempo verloren. Mhm, und ohne das Tempo gibt Weiß, also gibt die Engine, also die Super Engine, die Cloud Engine, da schon einen Vorteil für Weiß von 0,3. Wenn man das Tempo mehr hätte, würde sozusagen hier schon der Zug F4 stehen. Und dann nach B6 Läufer D3, Läufer A6, wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen vorstellt mit dem Extrazug F4, den wir jetzt hier nicht haben, ja, dann ist die Idee nach Läufer D3, Läufer A6 einfach Läufer C2 zu machen und damit Dame F3, G4, G5 anzugreifen. Und das ist wirklich aus weißer Sicht sehr, sehr attraktiv bzw. gefährlich. Ob man das in der Zugfolge mit einem Minustempo machen kann, ich bin mir nicht sicher. Es gibt hier auch Partien in der Datenbank zu, aber klar ist die Bewertung hier nicht so gut wie mit dem Extrazug F4 eingeschlossen. Ne? Hm. Das an der Stelle nur erwähnt. In meiner neuen DVD haben wir die gleiche Stellung, nur mit dem Extratempo F4. Okay. So viel dazu. Okay, jetzt gehen wir zurück zur Partie. Springer E5. Sehr interessant. B6, alles. F4, Läufer A6. Okay, ich habe genommen. Das einzige Gute ist, dass der Springer von A6 erstmal wieder umgruppieren muss, um hier einen Stich zu sehen. Und du kannst derzeit rochieren, genau. Und jetzt Springer B8. Empfiehlt es sich jemals, irgendwann F5 zu spielen oder ist das zu früh? Du wirst lachen, es kommt in der Partie vor. Sehr schön, danke. Aber nicht, weil es so unbedingt besonders gut ist, okay, sondern weil es die einzige Chance war, für mich überhaupt auf Gewinn zu spielen. Ich musste die Stellung öffnen. Also ich war sehr pragmatisch unterwegs an dem Tag. Ja, nun. Gut, Dame F3, das ist alles nichts im Endeffekt. Die Stellung ist völlig ausgleich. Ja. Springer BD7. Ich habe gewartet, bis Springer BD7 kommt, weil wenn du hier sofort Läufer H4 machst, könnte sie ja die Idee haben, mit Springer FD7 zu spielen. Deswegen wollte ich warten, ja, bis sie den Springer nach D7 stellt. Bei Springer C6 gäbe es eventuell, ich sage wirklich eventuell, manchmal solche Ideen wie Springer C4, weil ja eine indirekte Fesselung besteht. Aber die ist jetzt auch hier in der Stellung nicht gefährlich. Es sieht einfach nur total cool aus. Ja, also im Endeffekt, ja, ich sag so, es ist eine Möglichkeit, aber es ist jetzt keine Möglichkeit, die in irgendeiner Hinsicht... Wenn du so ein bisschen flexen willst vor deinem Gegner, dann kannst du den Zug machen und sagen, guck mal. Gut, es kam Springer BD7, das sieht auch meines Erachtens ein bisschen sicherer aus, weil bei Springer C6, wie gesagt, muss man auch noch damit rechnen, dass ich eventuell C4 spielen kann. Ach so. Oder Springer C6 und C4, dass solche Ideen auch da sind. Ja, das, daran habe ich nicht gedacht. Aber die funktionieren jetzt momentan, glaube ich, nicht wirklich, aber sie sind gegeben. Ja? Okay. Deswegen mit Springer BD7 geht es ja diese ganzen Ideen, Läufer H4 und jetzt B5. Und klar, sie will B4 machen, deswegen habe ich erstmal einen prophylaktischen Zug gemacht, so nach dem Motto, welche Figur kann ich verbessern? Was denkst du, was ist ein prophylaktischer Zug? Turm E1, Turm F2, also sie will Dame B4 machen. Wie will ich denn nach B4 idealerweise reagieren, Arne? A3. Nein. Ich wollte auch gerade sagen, den Bauern kann man jetzt nicht unbedingt richtig toll verbessern. Was ist die beste Reaktion nach B4? Turm C1. Genau, ich habe Turm C1 gemacht, damit ich nach B4... logischerweise C4 machen kann und dann ist natürlich diese Gegenüberstellung eine sehr nette Wieso Sache. Kann man nicht einfach B4 nehmen? Kann man auch. Habe ich vergessen. Aber meine Idee war C4. Ja, aber gut. Du hast recht, man kann auch B4 nehmen. Ist wahrscheinlich ein bisschen stärker. Wahrscheinlich. Aber das andere geht auch. Ja. Turm C1, A5, König H1. Gut, die Idee von König H1 war eventuell, ich hatte eine Idee dabei gehabt, das wirst du mir nicht glauben. Ja? G4. Nee, das war nicht unbedingt die Idee. Die könnte ich ja auch mit dem König auf G1 spielen. Okay. Ich wollte in der Lage sein, eventuell mal diese Möglichkeit haben zu schlagen und E4 zu spielen. Oh, das war mal tief. Ja, das war mal so eine Idee, dass sie nicht funktioniert. Momentan ist klar.
Aber ich wollte diese Idee einfach aufrechterhalten. Du, ja. König H1 ist auch ein völlig normaler Landezug manchmal. Die andere Sache ist die, dass eventuell mal, wenn ich diese Diagonale öffne, der Bauer nicht mit Schach hängt. Ja. Also im Endeffekt hat sich der Zug später als sehr praktisch erwiesen. Also König H1 ist recht legitim, finde ich auch. Also ich meine, immer mal wieder, ne? Aber in diesem Fall, also in dem London-Aufbau, den du gerade hast, halte ich das für einen sehr guten Zug. Gut, bei Dame B7 musste ich schon sagen, naja, sie geht schon in diese Festung rein. Ich hatte schon mit C4 geliebäugelt, hat aber gesehen, dass es nicht wirklich was bringt, weil sie kann immer auf D4 nehmen, das ist also nicht der Rede wert. Ah ja. Und habe dann entschieden, genau nach deinem Motto, ich muss jetzt irgendwie versuchen, irgendwas hinzukriegen, ein bisschen die Sache zu verkomplizieren. Ja. Also habe ich genommen und F5 gemacht. Mm. Aber im Endeffekt positionell gesehen, und das ist der Witz, ja, sie muss nehmen, weil sonst kommt F6, das ist ja unangenehm. Ja. Ne? Also sie nimmt Turm E1, Turm E8 war richtig, Turm E1. Und ich habe jetzt schon gesehen, dass sie positionell hier sogar Vorteil kriegen kann. Und das ist die Frage. Ich drehe mal das Brett. Wie sollte Schwarz hier spielen, um positionellen Vorteil zu bekommen? Oh, mir gefiel Weiß sehr gut. Ja, aber da ist ja so positioneller Vorteil, wir reden hier von 0,2 maximal. Es ist jetzt nicht der Rede wert. Aber es gibt dennoch hier eine Möglichkeit für Schwarz, definitiv, sagen wir es mal so, eine Schwäche zu fixieren. Das ist mein Tipp an dich. Eine Schwäche zu fixieren. Mhm. Dann lass uns doch mal eine Schwäche fixieren. Also eine Schwäche wäre E3. Ja, richtig. Da kommst du der ganzen Zeit schon sehr nah. Warum huste ich denn? Dann nehmen wir ganz einfach auf D4. Denn mit E3 zurückzunehmen wäre ja blöde. Dann tauscht Schwarz die Türme ab und ich glaube, das wäre ein Vorteil. Du wirst lachen, so kam es und so habe ich einen Vorteil bekommen für Weiß. Ich habe einfach gedacht, wie Monika Kaiser-Terrons. Tja. Wenn du eine Schwäche fixieren willst, solltest du nicht diese Schwäche mit CD, ED abtauschen. Übrigens, Spannung. Ja? Wann löst du eine Spannung auf? Wenn du A, keine Wahl hast, die haben wir hier. Wenn du B, Vorteil daraus ziehst, das tust du nicht, weil der E3 löst sich auf und die E-Linie öffnet sich. Ich dachte, da wäre ein Vorteil, aber gut, ja. Ja gut, aber denken wir logisch, jetzt ist der E3 schwach. Ja? Ja. In dem Moment, wo ich abtausche, verschwindet der E3 von der Bildfläche. Und es bringt Schwarz auch keinen Vorteil, weil selbst der Zug D schlägt C5, momentan wegen Springer C5, der wird dann einfach aktiv, gar keine Gefahr darstellt. Okay. Und das ist der Grund, warum die Spannung hier aufzuheben mit CD4 ein ganz klarer Regelverstoß ist, den übrigens meine Gegnerin gemacht hat. Sie hat ja genommen auf D4 und hat die Türme getauscht, genau wie du es gerade machen wolltest. Okay, gut. Und da war die Stellung wieder in Ordnung für mich. Regelverstoß ist aber. Ja, sie hat 3 Fehler jetzt hintereinander gemacht und dann stand sie auf Verlust, aber dazu kommen wir noch. Aber die Frage ist, wie fixieren wir denn die Schwäche E3? Ja, das wüsste ich sehr gerne. Also die Türme verdoppeln kann ich nicht wirklich. Machen wir es mal logisch. Die einzige Möglichkeit, die Schwäche E3 loszuwerden, wäre welcher Zug? Von Weiß. Also welche Idee? Wenn Weiß die Schwäche E3... E4. Richtig, E4. Das heißt, mach etwas, damit E4 nicht mehr möglich ist. Wow. Also... Ja. Wie kann man E4 auf Lebzeiten unterbinden? Turm E4? Nein, wir wollen nicht opfern. Okay, das war schon sehr verrückt gerade. Deswegen habe ich die ganze Zeit gestutzt. Ja, sag mal, wie sollen wir das denn machen? G6, F5? Wie können wir denn E3 festlegen? Genau, G6, F5. Und das ist das Stärkste, was hier Weiß, was Schwarz machen kann. Er macht G6, die Dame muss ziehen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Und F5. Und die Türme stehen perfekt. E4 geht nicht. Der Punkt E3 ist geschwächt. Und dann hat man halt Ideen, sogar eventuell mit C4 zuzumachen und dann mit B4 anzugreifen. Sehr unangenehm für Weiß. Tja, hattet ihr es gewusst? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das ist gut. Dann seid ihr sehr gut und freut mich, dass ihr das rausbekommen habt. Ja, jedenfalls, sie hat so gespielt, wie du es gesagt hast. Sie hat genommen. Das war Fehler 1.
Jetzt gibt sie mir freiwillig die E-Linie, wobei natürlich konkret jetzt der F7 ein bisschen rumhängt, aber selbst hier wäre es immer noch schlauer gewesen, so einen Zug wie Springer B6 zum Beispiel zu machen, weil dann deckt die Dame F7 und die E-Linie ist immer noch neutral. Aber sie nimmt weg und gibt mir die E-Linie. Jetzt ist es schon ein bisschen besser für mich und jetzt macht sie den letzten positionellen Fehler und danach steht sie sehr schlecht. Und jetzt frage ich dich und frage euch, was ist der schlechteste positionelle Zug in der Stellung? Bitte nicht jetzt sowas wie H5 nennen, also es muss schon ein Zug sein, der irgendwie Sinn ergibt. Ich verstehe, ne? Ja. Okay. Läufer B8. Meistens sind positionelle schlechte Züge Bauernzüge. Arno. Oh, das okay. Ist ein schlechter taktischer Zug wegen Turm E7. Wir reden von einem wirklich schlechten positionellen Zug, einen falschen Bauernzug. Gut, das geht ja auch gar nicht. Ein falscher Bauernzug, der sozusagen die Stellung komplett kippt. Ja, dann muss es B4 sein. Ja, es ist B4. Der sieht super logisch aus, aber der ist unglaublich schon, schlecht. Ja. Weil was mache ich nach B4? Du ziehst C4. Genau, und auf einmal wird mein Springer auf D2, der überhaupt keine Funktion hatte zum Riesen, während sie auf dem Feld E7 komplett durchhängt. Es droht ja auch C5, sie muss ja nehmen. Ja, sie muss nehmen, weil sonst mache ich C5 und droht auch dann Turm E7 logischerweise. Ne? Das heißt, sie muss nehmen, damit C7. Aber das Gute ist ja, der H2, der hängt nie wirklich direkt wegen Turm E7 mit dem. Die Frage ist, wie würdest du jetzt fortsetzen, Arne? Hä? Gewinnen wir da nicht schon eine Figur? Du meinst eine Springer, Qualität? Ja, eine Qualität meine ich. Denkst du, dass wir eine gewinnen? Nee, denn der Turm kannst du E8. Genau, deswegen immer ganz wichtig zu gucken, was bei uns instabil ist. Und da sieht man natürlich... Der König ist ja auf H1. Eine Instabilität kann auch eine schlechte Königssicherheit bedeuten. Hier ist es das Grundreihenmatt. Also Springer D6 und Läufer E7 funktioniert erst einmal nicht. Okay, dann... Was machen wir dann? Dann. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Wäre ein. Nein, das geht sowieso nicht. Unser Springer hängt. Arne, überleg doch mal. Spiel einfach. B3. Ja. Okay. Richtig. Ja, das war sogar eine meiner ersten Ideen. Aber ich dachte, das ist jetzt mit so Abstand einfach. Der beste Zug. Natürlich habe ich an Dame D5 überlegt. Der war auch interessant. Ich muss aber jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich habe vergessen, was ich da mir gedacht habe. Ich müsste jetzt erstmal überlegen, was ich mir gedacht habe. Aber irgendwie habe ich es vergessen. Es kann sein, dass es Springer B6 einfach war. Springer B6. Ah, nee, das geht nicht. Wegen Läufer Dame D6. Schlägt H2. Läufer H2 müsste man halt rechnen. Turm E7. Ob es jetzt irgendwelche... Donnerwetter. Aber jetzt geht es vielleicht Dame F4. Ich glaube, irgendwie sowas war es, was unangenehm sein könnte. Ich glaube, irgendwie habe ich hier aufgehört zu rechnen. Das war mir ein bisschen konfus, zumal auch noch solche Sachen wie Läufer G5 müsste man jetzt rechnen, aber gibt es solche Schachs, die sind zwar jetzt nicht so schlimm, aber es kann auch sein, dass dann so ein Quark geht. Also es gab hier so einige taktische Tricks, wo ich mir dann gleich gesagt habe, brauche ich nicht. Ja, ja verstehe. Ja? Also okay. Ich habe das schon gesehen, dass es solche Motive wie Springer F6, Dame F4 und so weiter gab. Und ich dachte mir, ich habe ja eine Spannung, die ist ja wunderbar, aber ich sichere einfach meinen Springer. Okay. Zumal Läufer schlägt H2 tatsächlich nicht wegen Turm E7 funktioniert. Weil jetzt die Dame auf F5 halt auch alles deckt. Ne? Deswegen kam nach B3, jetzt hängt auch der A5 eventuell, hat es A4 gemacht. Und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Zug in der Partie. Oh. Ja, also vielleicht auch der schwierigste, weil er eigentlich, auf der einen Seite ist er komplett logisch, auf der anderen Seite denkt man denkt ja, dass der nicht wirklich der Sache hilft. Also im Endeffekt müssen wir überlegen, was wollen wir mit Weiß, ja? Also sie macht A4, sie will auf B3 irgendwie nehmen oder dass der A5 nicht hängt, aber sie will jetzt nichts Konkretes, weil Läufer H2 immer noch nicht wegen Turm E7 funktioniert.
Also sie hat keine spezifische Drohung. Jetzt kommt aber, was wollen wir eigentlich spielen, was nicht funktioniert? Ja, wir wollen den Springer, wir wollen den Läufer nehmen und dann Läufer den Läufer E7. Zu E7. Genau, das funktioniert also aber nicht. Also schaffen wir Luft mit G3. Ja. Na gut, was ist der Nachteil von G3? Dann, okay, dann quetschen wir unseren Läufer ab auf H4. Ja, und wir geben natürlich extrem geben viele Schachs auf der ja. Diagonale. Das heißt, statt G3 habe ich was gemacht? Ja, aber H3 sieht ja auch aber interessant aus. Aber es droht, Springer schlägt D6 und Läufer E7, weil ja dann das Grundreihenmatt nicht mehr da ist, nachdem ich die Dame auf D6 mir genommen habe. Das heißt, H3 sieht halt, sieht aus, als würde der nichts machen. Ja, interessant. Aber ja, er stimmt. Macht halt was, ne? Das stimmt. Weil nach H3 droht tatsächlich Springer die 6 und Läufer E7. Ey, Elli, erst B3, dann H3 und das sind die super Mega-Züge. Ist auch krass, oder? Ja, gut, also es macht ja Sinn. Sie hat genommen und jetzt kommt wohl die schwierigste Entscheidung. Hier gibt es nur einen Damenzug, der den Vorteil sichert. Und ich gebe dir die Entscheidungsgewalt zwischen Dame F3 und Dame D5. Ich grenze das für dich netterweise ein. Sehr entzückend, danke. Bitteschön. Naja, warum nicht Dame D5, frage ich mich gerade, weil es ja direkt angreift. Es hat ein bisschen mehr Optionen, es deckt den Bauern etwas besser. Was ist denn der Vorteil zu Dame F3? Was macht da denn den dicken Unterschied? Es gibt einen ganz krassen Unterschied zwischen den beiden Zügen. Und wenn man Dame D5 spielt, kann man auch nicht F5 spielen? Du musst erstmal überlegen, Dame D5 ist im Vergleich zu Dame F3 erstmal der aktivere Zug, der eine Drohung aufstellt, man nimmt auf D6. Das heißt, welche Option hat Schwarz? Mach's doch einfach muss strukturell. Muss den Läufer irgendwo hinziehen. Wohin zieht er den Läufer? Zu F4, FG, ja, F4 ist wahrscheinlich der einzige. Finde immer die aktivste Form, bitte, Arne, zuerst. Was ist die aktivste Form nach Dame D5? Läufer was, G3. Genau, weil es ist auch wieder ein taktischer Faktor. Die beiden befinden sich in einer Diagonale. Okay, ja? Okay. Das heißt, Dame D5, der einzige sozusagen Wackelpunkt, ist ganz klar Läufer G3. Jetzt rechne mal. Gut, dann rechne ich mal. Dame D5, Läufer G3, Läufer schlägt G3, Dame schlägt G3. Turm E7. Turm E7. Springer F6. Doof. Dame E5. Gewinnst du da forciert irgendwas? Eher also nicht. Der Bauer ist doch Hammer, oder nicht? Nee. Ja, sagen wir es mal so, es ist eine Stellung, ein Endspiel, aber du gewinnst jetzt nicht irgendwie Material. Okay. Also nach Läufer G3, Dame G3, außer Turm E7, was gibt es noch für Kandidatenzüge? In Form von aktiver Verteidigung gegen den hängenden Turm auf E1. Statt Turm E7. Macht man der Springer auf D7 hängt, aber mein Turm auf E1 auch hängt. Ja, ja. Turm F1. Ja, dann kann er den Springer ziehen. Mach mal etwas, wo der Springer nicht ziehen darf. Ich greife die Dame an. Turm E3. E3. Turm E3, richtig. Wo muss die Dame hin? Die muss jetzt schon zu. Die muss zu C7. Und was machst du? Dann kommt jetzt Turm E7. Und was macht Schwarz? Turm D8. Nee, dann nimmst du auf F7, setzt stimmt, Matt. Das ist eine gute Idee. Dann macht Schwarz. Was macht Schwarz? Soweit hast du gedacht? Übrigens, ja, ja. Da ja, oh mein Gott. Und nach Turm, aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir die taktischen Faktoren. Was ist bei Weiß alles ungedeckt nach Turm E7? Die Dame auf D5, und der Turm auf E7. Das heißt, wie kann sich Schwarz entfesseln? Mit welchem Zug nach Turm E7? Mit einem Springerzug, schätze ja. ich. Und wohin? Springer F6. Ja, Springer F6. Und ich gewinne nichts. Ich komme in ein Endspiel rein, was ich versucht habe einzuschätzen und es hat mir nicht gefallen. Das heißt nicht gefallen, aber es war halt für mich nicht der Vorteil, den ich gerne mir erhofft hätte.
Und genau aus diesem Grund habe ich Läufer G3 unterbunden. Ja. Und habe Dame F3 gemacht. Das ist der einzige Zug, der auch klaren Vorteil, der den klaren Vorteil behält. Für euch einmal daheim, ihr könnt es ja selber nachspielen, das ist ja völlig klar. Wir waren jetzt so weit, dass ihr es ja auch mal einmal dann im Kopf dann selber habt. Schwupps, ne? Dame wird angegriffen, Dame geht hier zurück, Turm geht hier hin, Turm hier hin. Kommt Matt? Nein, da kommt das Matt. Auf F7, genau. Richtig, stattdessen springe einfach dahin. Override, ne? Ja, kannst du machen, ne? Und damit dann, hält er sich. Gerade so. Weil Dame E5 oder selbst Dame G5 kann ich, nach Dame G5 kann ich noch Dame C6 spielen. Sieht zwar alles super gefährlich aus, aber es hält gerade so. Weil ich habe auch noch das paar Schachs auf der Grundreihe und der Turm ist halt auch ungedeckt, ne? Ne, Dame G5 geht gar nicht, weil der E7 hängt. Entschuldigung, ich muss ja Dame E5 hier machen und das Endspiel war mir halt nicht so klar. Ne, hier nach Dame E5 kann ich auch nehmen, glaube ich. Die Dame. Und das Endspiel spielen. Wahrscheinlich nimmt der Bauer, aber das wollte ich nicht. Aber es ist nicht hundertprozentig deutlich, ja. Nee, es ist nicht deutlich. Ich war unnötig dafür, dass er solche Probleme hatte. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss Läufer G3 unterbinden, also mich Dame F3. Ich drohe immer noch Springer D6 und Läufer E7. Das ist ja der Witz. So. Ich möchte auch mal im Kopf eines Großmeisters stecken. Na gut. Mhm. Ja, nicht schlecht. Sie hat jetzt Läufer F4 gemacht, weil zum Beispiel, wenn sie jetzt den Turm zieht, damit sie Springer D6 und Läufer E7 unterbindet. Ja, Turm C8 sieht am vernünftigsten aus. Hier gibt es viele Züge, die nach Rom führen. Ich dachte persönlich am einfachsten, und hier gibt es wahrscheinlich mehr als einen Zug. Was wäre hier am einfachsten? Springer schlägt Turm E7. Aber so einfach, so deutlich ist es ja auch wieder nicht. Das geht nicht. Was gibt es noch für Züge? Könnte man jetzt mit der Dame zu D5? Oder haben wir dann das gleiche Spiel? Dame D5 vielleicht geht auch. Vielleicht haben wir das genau gleiche Spiel. Nee, der Turm ist nicht mehr da. Ich dachte, am einfachsten ist, weil im Endeffekt, sie kann den F7 nur mit dem Turm F8 decken. Und eventuell mit der Dame auf C7. Ja, das sind die beiden Deckungssachen. Mhm. Deswegen dachte ich, die einfachste Sache ist, Läufer E7 zu machen. Aber Turm E8? Turm E8, da mache ich Springer schlägt D6. Da, okay, ja. Das ist Punkt 1. Ich glaube, das Einzige, was sie machen kann, schlägt ist wieder zurück nimmt, mit dem Turm. Nimmt und Turm F8. Ja, aber dann kann ich ja auch wahrscheinlich den Springer auf andere Art und Weise fesseln. Und zwar hier konkret, siehst du, jetzt müsste ich auch lügen. Jetzt bin ich auch wieder raus. Vielleicht gibt es doch eine bessere Sache als das. Dame G4 eventuell, dann kommt wieder Turm D8 und wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Aber ich glaube, was auch auf einfach geht, ist sowas wie Turm F1. Du musst nach F8 mit dem Turm und irgendwie läuft ja G5 oder so. Okay. Und dann Totläufer H6. Ich glaube, das ist auch unangenehm, weil wenn der Springer zieht, kann ich auf D6 nehmen und Läufer H6 machen und aber du verlierst so oder so. Versteht quasi, das gilt es dann vielleicht nochmal wieder zu überlegen oder mal mit der Engine nachzuprüfen, Weiß steht hier schon besser, natürlich. Weiß steht auf Gewinn schon und objektiv. Also es geht darum, einfach nur den aber effektivsten Gewinnweg zu finden. Ich denke auch, dass meine Überlegung nach Turm C8 hatte ich mit Turm F1 mich bereits angefreundet gehabt als Zug. Ja. Weil auch nach Turm F8 zum Beispiel habe ich gesehen, dass ich jetzt wiederum damit D5 machen kann. Auch als Möglichkeit. Das hatte ich gerechnet gehabt, ich erinnere mich wieder. Und wenn der Läufer zieht, kommt der wieder Läufer E7. Wahrscheinlich Läufer F4 muss ich machen, aber sah auch sehr, sehr wackelig aus. Irgendwo sah Läufer E7, Läufer schlägt B4, gewinne ich auf jeden Fall mindestens einen Bauern und stehe auf Gewinn. Okay. Das war halt auch nochmal eine Überlegung, aber ich glaube, Läufer G5 ist einfacher. Das hätte ich mir dann noch überlegt, aber Turm F1, glaube ich, war der Zug, den ich gesehen habe. Mhm. Jedenfalls hat sie Läufer F4 gemacht, aber dann hängt sie natürlich auch nach Turm F1 durch. Sie muss, weil Läufer E7 droht. Ja. Ja, wenn sie Läufer D6 zurückmacht, geht wieder dann Läufer geht G5 Läufer oder damit D5, unangenehm. Aber ich glaube, Läufer G5 ist noch unangenehmer.
Deswegen hat sie G5 gemacht, aber jetzt wusste ich unabhängig davon, ob sie den deckt oder nicht, ich gewinne die Partie alleine durch die Königsschwäche G5. Jetzt muss ich also nicht mal irgendwie auf Materialjagd gehen. Ich gewinne einfach durch die Königsschwäche, plus dass ich 20 Minuten auf der Uhr hatte und sie noch 4 oder 3. Das bedeutet, was hast du gemacht? Ich G3? Ich habe normal gespielt, Läufer E1, habe den B4 angegriffen. Ja, sie hat Dame B8 gemacht und jetzt habe ich G3 jetzt gespielt. Jetzt G3. Und egal, was sie macht, es droht Dame F5. Mit Doppelangriff. Dame F5. Und dann war der G5 weg. Und dann ging es sehr schnell zu Ende mit dem wunderschönen thematischen Matt. Ne? Aber das ist jetzt nicht mehr der Rede wert. Wichtig waren die Züge B3, H3 und Dame F3. Das waren drei sehr, verrückt. Sehr wichtige Entscheidungen am Ende. So unscheinbar. Von dem verhunzten London hast du es aber dann nochmal retten können. Ja gut, weil sie hat drei Fehler aneinander gemacht. Sie hat auf D4 genommen, sie hat sie hat im Endeffekt gegen das Spannungsgesetz verstoßen, sie hat gegen das Liniengesetz verstoßen und sie hat B4, muss ich sagen, das ist kein Verstoß gegen irgendein Gesetz, aber sie hat ihm zur Aktivität verholfen. Also ich würde sagen, die musst du anzeigen. dass die überhaupt da frei rumläuft, ist ja unglaublich. Nee, aber das so war, wenn ich jetzt nach schachlichen Gesichtspunkten natürlich gehe, war es ein ganz klarer Spannungs- und Linienverstoß, zumindest laut Grundwissen her. Ne? Tja. Bei B4 muss ich sagen, das ist jetzt kein wirklicher Verstoß, sondern das war einfach eine falsche Entscheidung, weil es mir zur Aktivität verholfen hat. Das andere waren aber grundlegende Sachen, die normalerweise vom Ansatz her nicht richtig sind. Manchmal gibt es natürlich da auch Ausnahmen und sie sind die besten Züge in einer Stellung. Wie immer, wie natürlich, immer. Klar. Aber ihr habt es hoffentlich was lernen können, so wie ich, hoffentlich. Hoffentlich nicht, dann können wir noch viel, viel weitere Folgen machen. Du kannst die Themen wiederholen und denken, Arne, das habe ich dir doch schon in Folge 324 erzählt. Ja. Guti, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Danke dir, Eddie. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.